Dass die Angehörigen einer Universität mit modernen IT-Dienstleistungen versorgt werden, ist heutzutage Standard. Wenn es sich aber um eine der räumlich verteiltesten Unis in Deutschland mit rund 40.000 Studierenden und über 5.000 Beschäftigten handelt, wird daraus eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, kurz FAU, ist genau dies der Fall. Nicht als Campus erbaut, sondern seit 275 Jahren in mehrere Städte hineingewachsen. Die anspruchsvolle IT-Versorgung übernimmt das regionale Rechenzentrum Erlangen. Von Hardwarebeschaffung über Server-Hosting bis hin zur Rechnerbetreuung am Arbeitsplatz, die angebotenen Dienstleistungen sind genauso vielzählig wie die zu betreuenden Standorte. Das war nicht immer so. Die Anfänge des RRZE liegen im Jahre 1968. Während Studenten und Bürgerrechtler in großen Teilen der Welt gegen den Vietnamkrieg und soziale Ungerechtigkeit auf die Straße gehen und der erste bemannte Apollo-Flug das Weltgeschehen beeinflusst, wird an der Universität Erlangen-Nürnberg zeitgleich ein eigenes Rechenzentrum gegründet. Die technische Startausrüstung stellt eine 3300 von Control Data. Der über 3 Millionen D-Mark teure Großrechner ist so groß wie ein Zimmer und funktioniert noch mit Lochkarten und Magnetbandspeicher. Das ist der typische Sound aus dem Rechnerraum. Gerade einmal 12 Mitarbeiter und 70 Kunden aus der FAU gab es zu Beginn am Universitätsrechenzentrum. Funktionstüchtige Exponate aus dieser Zeit kann man sich in der Informatiksammlung Erlangen anschauen. Innerhalb weniger Jahre erwirbt sich das Erlanger Rechenzentrum eine Sonderstellung in der Region. Es folgt die Etablierung eines Regionalkonzepts und damit die Öffnung für Wissenschaft und Forschung aus dem gesamten nordbayerischen Raum. Das Universitätsrechenzentrum wird zum regionalen Rechenzentrum. 50 Jahre später hat sich die Informationstechnik zur Grundvoraussetzung für eine moderne Arbeits- und Studienumgebung entwickelt. An die Stelle eines zentralen Großrechners sind unzählige PCs, Tablets und Smartphones in Büros und Hosentaschen getreten. Infolgedessen vergrößert sich nicht nur der zu betreuende Einzugsbereich, sondern auch das Dienstleistungsspektrum. Das Rechenzentrum nimmt damit die nächste Entwicklungsstufe und wird zum IT-Dienstleister. E-Mail, flächendeckendes WLAN und benutzerfreundliche informative Webauftritte gehören inzwischen zum Arbeitsalltag. Den Beschäftigten und Studierenden der FAU stehen zahlreiche Standarddienstleistungen zur Verfügung, die vom RRZE bereitgestellt und betreut werden. Wer Hilfe und Beratung braucht, kann sich neben Telefon- und E-Mail-Support auch an die sogenannten Servicetheken wenden. Sie gehören zu den IT-Betreuungszentren des RRZE in der Erlanger Innenstadt, am Südgelände und auf dem Campus der Wirtschaftswissenschaften in Nürnberg. Die Mitarbeiter der Betreuungszentren unterstützen die Kunden aber auch direkt an ihren Arbeitsplatz auf vielfältige Weise. So nehmen sie zum Beispiel Netz- und Systemkonfigurationen vor, beraten bei IT-Beschaffungen oder bereiten die Rechnerarbeitsplätze der Studierenden für E-Prüfungen vor. Vor allem Studierenden bietet das RRZE zahlreiche Möglichkeiten, die sie beim Studium unterstützen sollen. So zeichnet das hauseigene Multimedia-Zentrum Vorlesungen auf und bietet sie als Stream oder Download in seinem Videoportal an. Besonders für die Prüfungsvorbereitung oder zur Nachbereitung des Vorlesungsstoffes wird dieses Angebot gerne und regelmäßig genutzt und wächst daher stetig. Ohne ein Mindestmaß an IT-Kenntnissen kommt ein Studierender heutzutage kaum noch durch das Studium. Ein Vortrag ohne PowerPoint-Präsentation? Undenkbar. Eine Hausarbeit ohne Formatvorlage erstellen? Stressig ohne Ende. Das Schulungszentrum des RRZE plant und entwickelt hochwertige Kurse zur Anwendungssoftware.
Sie zeichnen sich durch hohe pädagogische und inhaltliche Qualität aus und machen die Teilnehmer für wenig Geld fit für Arbeit und Studium. Die V-Card ist das multifunktionale und universelle Ausweistool aller Studierenden und Beschäftigten der Universität. Mit ihr können unter anderem in der Mensa bezahlt, an der Stempeluhr eingestempelt oder Bücher in der UB ausgeliehen werden. Hinter der V-Card steht die digitale Identität eines Nutzers. Sie ist Dreh- und Angelpunkt aller rechnergestützten Arbeiten und ermöglicht die Anmeldung an einer Vielzahl von IT-Diensten. Alle wichtigen Profildaten der Universitätsangehörigen werden in dem vom Rechenzentrum eigenentwickelten Identity Management System konsistent verwaltet und in andere Systeme provisioniert. An IDM sind verschiedene universitäre Online-Plattformen angeschlossen, wie die Lernplattform StudOn oder die Studierendenverwaltung Mein Campus. An oberster Stelle steht hierbei die Sicherheit der Nutzerdaten. Damit diese gewährleistet ist, betreibt das Rechenzentrum mehrere hundert Hardware-Server und noch mehr virtuelle Server. Sie werden vom RAZE selbst aufgesetzt und verwaltet, damit hochsensible Personendaten oder Forschungsergebnisse sicher gespeichert werden können. Zusätzlich werden rund 200 verschiedene Softwareprogramme von der Universität und den regionalen Hochschulen genutzt, die auf Servern zum Download bereitgestellt werden. Die verteilteste Uni Deutschlands stellt die Mitarbeiter des Rechenzentrums vor die Aufgabe, ein funktionierendes Datennetzwerk über mehrere Städte am Laufen zu halten und stetig weiter auszubauen. Hierfür sind mehrere hundert Kilometer Glasfaser verlegt, flächendeckend WLAN-Hotspots eingerichtet und einige Streulagen über Richtfunk herangeführt. Das FAU-Datennetz ist eingebettet in das deutsche Wissenschaftsnetz, das den Übergang zum Internet bildet. Das RAZE seinerseits ist einer der Knotenpunkte des Wissenschaftsnetzes und beteiligt sich darüber hinaus an zahlreichen Forschungsprojekten. Die Forschungsgruppe Netz sorgt mit ihrer Arbeit dafür, den Anschluss an neue Entwicklungen im Kommunikationsbereich zu halten und Wegbereiter für Innovationen im Datennetz zu sein. Auf nationaler Ebene steht die Untersuchung der Dienstgüter im deutschen Forschungsnetz im Vordergrund. Auf internationaler Ebene Performance-Messungen und Netzvirtualisierung. Zur Speicherung und zum Austausch von Forschungsergebnissen gibt es den Sync- und Share-Dienst VBox. Er bietet nicht nur umfangreichen Speicherplatz, sondern entspricht auch europäischen Datensicherungsstandards. Um die Ergebnisse im Anschluss auf Konferenzen präsentieren zu können, wird der hauseigene Druckservice angeboten. Innerhalb von 24 Stunden können Angehörige der FAU hier ihre Aufträge als fertiges Printprodukt abholen. Ein weiteres wissenschaftliches Standbein des RAZE ist das High Performance Computing. Das Forschungsteam dahinter erarbeitet neue Algorithmen und Techniken im Bereich des Hochleistungsrechnens. Es kooperiert dabei mit anderen nationalen und internationalen Wissenschaftlern auf hohem Niveau. Das RAZE unterstützt außerdem Wissenschaftler in technischen Fragen wie paralleler Programmierung und maschinenspezifischer Optimierung. Hierbei werden sowohl die eigenen Cluster als auch andere national verfügbare Hoch- und Höchstleistungsrechner genutzt. Seit Mitte der 90er Jahre bildet das Rechenzentrum Fachinformatiker im Bereich Systemintegration aus. Jedes Jahr werden so junge Menschen während der dreijährigen Berufsausbildung in vielfältigen Aufgabengebieten eines Fachinformatikers eingeführt.
Die hochkomplexe Struktur der FAO und die dahinterstehende IT bereiten dabei bestens auf die Herausforderungen im späteren Berufsleben vor. Der selbst ausgebildete IT-Nachwuchs ist nur einer von vielen Bausteinen, die das RAZE für zukünftige Anforderungen rüsten sollen. Technische, aber auch strategische Entwicklungen und eine kontinuierliche Expansion der FAU führen auch am regionalen Rechenzentrum weiterhin zu Wachstum und Wandel. Durch vorausschauende und gleichzeitig auch nachhaltige Planungen wird das RAZE der IT-Dienstleister und die technische Stütze der Universität bleiben. Zukunftssicher, leistungsstark und kundenorientiert.